Und wir bleiben noch mal bei den SAP-Zahlen und dazu begrüße ich den Vermögensverwalter Alexander Berger. Herr Berger, wie bewerten Sie diese Zahlen zum dritten Quartal aus Walldorf? Also operativ sind sie sehr gut und man hat ja auch die letzten Monate, war man durchaus skeptischer. Daher heute auch der Aufschlag, den wir an der Börse gesehen haben. Was einige ein bisschen verwundert, ist der deutliche Währungsverlust bei den Umsätzen, insbesondere beim Yen. Finanzmanagement ist also hier nicht ganz perfekt gelaufen. Man hätte vielleicht hier auch das ein oder andere absichern können. Von dem her gibt es hier auch ein paar kritische Stimmen. Für das laufende Jahr hat SAP seine Prognose ja bestätigt, was heute eben für große Erleichterung an der Börse sorgte. Wie sehen Sie die weiteren Aussichten über dieses Jahr hinaus? Also SAP hat die letzten Jahre sehr, sehr stark auf das Thema Cloud gesetzt, rechtzeitig umgesetzt auch. Es geht auch zulasten natürlich dem Lizenzgeschäft, das muss man auch dazu sagen. Also sieht man auch in den Umsätzen aktuell. Langfristig gesehen viel investiert in China und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, dass das, was dort investiert wird, auch im Mitarbeiter, dass es auf die Straße kommt. Das heißt, SAP möchte hier alle 3 Jahre die Umsätze in China verdoppeln und das ist für mich so der Schlüssel für den Erfolg für SAP. Wenn es gelingt, dann sieht es für SAP sehr, sehr gut aus, sehr hohe Wachstumsraten, insbesondere in diesem Bereich dann. Die Aktie gehört in diesem Jahr zu den schwächsten DAX-Werten. Heute liegt sie kräftig zu. Könnte das der Beginn einer Aufholjagd sein? Ja, also wir haben die SAP-Aktie ist eigentlich auf dem gleichen Stand wie vor einem Jahr. Und wenn man sich den DAX anschaut, dann hatte ich eine ganz andere Entwicklung. Es gibt einige Analystenhäuser, die jetzt heute 70 Euro wieder in den Raum gesetzt haben. Ich glaube auch, dass das eine faire Bewertung ist, dass Richtung 70 Euro ist die SAP auf jeden Fall machbar. Und es, denke ich mal, auf 6 Monate wird auch die 70 Euro auf jeden Fall gesetzt werden. Sagt Alexander Berger. Vielen Dank. Gerne.